Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet Schöpfung ist logisch. Ich möchte heute mal, wie ich schon mal einmal in einer meiner letzten Kurzpredigt angekündigt habe, über Evolution und Schöpfung reden. Und wir haben ja hierzu in der Kirche auch eine passende Broschüre mit dem Namen Evolution, ein Märchen für Erwachsene. Da ich ja heute hier aus zeitlichen Gründen nicht auf alles eingehen kann, geschweige denn bis ins tiefste Detail, kann man sich diese gerne mal durchlesen. Und ich möchte heute nur mal ein paar kleine, vielleicht sogar lustige Sachen erwähnen. Es gibt also mehrere Theorien. Zum Beispiel eine Katastrophentheorie, die besagt, dass es nach jeder globalen Katastrophe die Arten sich neu entwickelt haben. Zum Beispiel auch wie eine Flut. Dann gibt es eine Evolutionstheorie von Jean-Baptiste de Lamarck und die Selektion- oder Evolutionstheorie von Charles Darwin. In dem Fall von diesen beiden gibt es sogar eine lustige Theorie mit einer Giraffe. Lamar sagt, die Giraffe musste aus Nahrungsknappheit ihren Hals strecken. Und aufgrund des Streckens wurde er so von Generation zu Generation immer länger. Wenn das wirklich funktioniert, könnten wir ja alle mal versuchen, unseren Arm immer länger zu strecken. Dann muss nämlich keiner mehr von der Couch aufstehen, um die Fernbedienung zu holen. Und warum überhaupt wurde die Nahrung weniger? Und ist die Nahrung genauso langsam weniger geworden, wie der Hals gewachsen? Und wieso kam nur die Giraffe auf die Idee, ihren Hals zu verlängern? Wieso nicht zum Beispiel auch ein Nashorn? Bei Darwins Theorie, er sagt, es gab Giraffen mit kurzem Hals und die mit langem Hals. Und die mit langem Hals haben sich scheinbar durchgesetzt. Warum auch immer. Konnte man sich vom Boden nicht mehr ernähren? Oder die Jungtiere, die ja auch nicht allzu groß sind, wie ernähren die sich? Konnte man sich nicht gegenseitig helfen? All diese Theorien sind so dumm und unlogisch und bedarf mehr Fantasie und Glauben, als wir den Glauben an Gott brauchen. Bedenkt man bei der Evolutionstheorie denn nicht, dass alles Leben perfekt funktionieren muss? Sonst ist es nicht überlebensfähig. Oder ist die Evolution etwa intelligent? Denkt sie langfristig? Und woher überhaupt kommen die ganzen Informationen? Bei einer Giraffe ist es ja zum Beispiel auch so, du kannst nicht einfach den Hals verlängern, man braucht dann auch ein stärkeres Herz, dass das Blut den Hals hochpumpt. Also es muss alles zusammen funktionieren. Die Flora und Fauna und auch der Mensch ist, wie sie ist und schon immer war. Außerdem ist ein längerer Hals bei einer Giraffe zum Beispiel nicht hinderlich eher, wenn es darum geht, vor seinen Fressfeinden davonzulaufen, in Sachen Balance zum Beispiel. Und wie sieht es mit anderen Tieren aus und deren Entwicklung? Der Specht zum Beispiel. Der erste Vogel, der auf die Idee kam, auch da, warum auch immer, das Gewürm aus dem Baum zu holen und seinen Schnabel in den Baum rammte, landete vermutlich an dem Boden mit einem Schädelbasisbruch und dann war es das mit der Information. Der Schädel vom Specht muss also perfekt ausgebildet sein. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und warum überhaupt immer diese langen Wege, die beschwerlichen Wege der Nahrungsbeschaffung? Das macht einfach keinen Sinn. Alles Leben muss perfekt sein. Man kann sich nicht über Tausende oder gar Millionen Jahre überlegen, dass ich noch dies oder das brauche oder dies und das entwickeln muss. Weiß ich, vielleicht fehlt noch eine Flosse, ein Bein oder Organe sind noch nicht ausgebildet. Tiere, die nicht perfekt sind, sind Missgeburten. Punkt. Sie sind nicht überlebensfähig und sie sind Opfer vielleicht anderer schon ausgebildeter Tiere. Geschweige denn, dass sie sich überhaupt selbst fortpflanzen könnten. Und wo überhaupt sind die ganzen Zwischenstufen? Bekanntlich gibt es die nicht und man findet sie auch nicht. Man könnte jetzt, wie gesagt, noch viele Details nennen, auch viele Tiere, auch bei den Pflanzen, aber das würde heute den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber eine Lächerlichkeit würde ich dann gerne noch zum Beispiel bringen. Da dürfen Sie gerne, wer Internet hat, mal mitgoogeln, damit Sie es auch vor Augen haben. Und können mal eingeben in Google den Vorfahren vom Blauwal. Ich habe hier auch mal ein Bild. Erkennt man das? Ne? Dieses Viech, so steht es bei Google gleich das Erste, was kommt. US-amerikanische Forscher haben den Landbewohner entdeckt, mit dem die Evolution des bis zu 30 Meter langen Blauwals begann. Ein knapp 30 Zentimeter hohes Huftier, ist also ungefähr die Höhe. Das Tier mit dem wissenschaftlichen Gattungsnamen Indohius, man möge mir verzeihen, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe, lebte vor etwa
mehr als natürlich 50 Millionen Jahre im heutigen Kaschmir. Dieses Viech, ein Huftier, soll der Vorfahre gewesen sein vom Blauwal. Ich meine, es hat ja alles im Wasser begangen. Der Kollege meinte, er muss wieder zurück zum Wasser und von der Größe ungefähr dann das größte Säugetier auf diesem Planeten zu werden, ist einfach nur Schwachsinn. Buchstäblich ein Märchen. Könnte von den Gebrüdern Grimm stammen oder was auch immer. Ich meine, eine Hexe im Lebkuchenhaus ist realistischer, als dass so ein Viech zu einem Blauwal wird. Aber wir hier in der Kirche des ewigen Gottes, wir sind die Spinner, weil wir an einen Gott glauben. Deswegen, wenn man also wirklich meint, auch der Mensch sei nur ein Tier, und begann aufrecht zu gehen, warum auch da wieder, lauter Fragen, die Bäume immer weiter auseinander lagen, man konnte also nicht mehr von Baum zu Baum springen, aber manche sind da bekanntlich sitzen geblieben, denen war das vermutlich zu blöd. Wer also das wirklich meint, dass wir vom Affen abstammen, der kann ja regelmäßig im Zoo seine Verwandten besuchen gehen. Die Evolutionstheorie ist und bleibt eine Theorie, auch wenn man es heute Evolutionslehre nennen mag, um klar zu machen, es sei Fakt, es ist ein lächerliches Märchen. Die Evolution hat keinerlei Beweise, Fakten, ist voller Lücken und Widersprüche. Heute so, morgen so. Und deswegen ist es auch so einfach, nonstop alles erklären zu können, mit dummen Argumenten kommen zu können. Der erste Specht hat natürlich nicht gleich gehämmert, der hat erstmal gekratzt, der zweite hat geklopft, was auch immer. Man kann alles erklären. Ein Elefant könnte einen 300 Meter langen Rüssel haben, den er ständig im Wasser lässt, dabei spazieren geht, um auf sein Kleines aufzupassen und steht sich dabei noch nicht mal die Beine platt. Ist doch praktisch, kann er sich danach auf den Rücken schnallen. Man findet immer Erklärungen, weil es eben keinen Anhaltspunkt gibt. Inzwischen wird ja sogar vermutet, dass es einen zweiten Urknall gibt. Was denn noch? Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Wir sehen die Gebäude dieser Welt und man weiß sofort, da steckt Intelligenz dahinter. Man kennt sogar den Mount Rushmore, die Gesichter der Präsidenten in dem Felsen. Auch da weiß man, egal wenn man aus dem Dschungel kommt, da weiß man, da steckt Intelligenz dahinter. Das mag auch alles beeindruckend sein, aber wieso schaut man sich dann diesen Planeten an? Die Flora, Fauna, die ganze Tier- und Naturwelt, vor allem den Mensch, all die Komplexität dahinter und meint wirklich, das sei aus Zufall entstanden. Jede Frucht, die an einem Baum hängt und wächst, ist so viel komplexer als jedes Smartphone. Oder die Technik, die wir heute haben, die ja so wunderbar funktioniert. So beeindruckend diese Geräte und so weiter auch sein mögen, sind sie nichts im Vergleich zu einem einfachen Blatt. Es wäre sogar für die Natur deutlich einfacher, einen Baum zu entwickeln, wo Smartphones wachsen und wir könnten diese uns einfach pflücken. Selbst ein Schneemann, ohne Herz, ohne Organen, ohne Geist, selbst da weiß man, der ist von Menschenhand gemacht. Und übrigens könnte es auch 50 Millionen Jahre schneien und da würde trotzdem nie ein Schneemann bei rauskommen. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass sich von selbst ein Haus baut. Ich meine, Bomben werden geworfen, leider überall auf der Welt, in Kriegen. Da kam noch nie ein perfektes Haus bei raus, geschweige denn mit Internetanschluss, mit Strom und allem drum und dran und einem vollen Kühlschrank. Aber es ist genau das, was die Menschen glauben. Dass aus einer Explosion etwas Perfektes entstand, etwas Gutes, Leben. Aus Samen entstehen Pflanzen, Tiere, Menschen. Das ist beeindruckend und ein Wunder. Und nicht die Bauten von Menschen, die sowieso zerfallen. In Hebräer 3,4 steht, müssen Sie nicht aufschlagen, Hebräer 3,4, jedes Haus hat seinen Baumeister. Gott aber ist der Baumeister, der alle Dinge geschaffen hat. Design braucht einen Designer. Und wenn das Herz nicht völlig verhärtet ist, die Augen blind und der Verstand verschlossen, dann weiß man das auch. Moral zum Beispiel ist auch ein sehr großer Beweis für Intelligenz, für Schöpfung, für Gott. Denn wir alle haben in uns und wissen, was gut und schlecht ist. Wir wissen, dass Gewalt, Morden schlecht ist, dass Lügen, Stehlen schlecht ist und es auch schon immer war. Welcher Mensch soll der Erste gewesen sein, der sagt, ab heute wird nicht mehr gelogen, nicht mehr gestohlen, nicht mehr gemordet und alle halten sich auch noch daran? Oder ist Moral etwas subjektiv? Warum beschweren wir denn uns dann über die Sitten in anderen Ländern und wie die mit Menschen umgehen? Wenn sich da jemand in die Luft sprengt, in einem Bus voller Kinder, was kümmert es uns denn? Ist es subjektiv?
Nein, Moral ist objektiv, von Anfang an uns ins Herz gelegt. Also all diese blöden Argumente, dass sich auch Moral entwickelt hat durch die Gesellschaft, ist absoluter Schwachsinn. Noch ein paar schnelle Fakten aus zeitlichen Gründen. Es gibt Naturkonstanten wie Lichtgeschwindigkeit, Gravitation und so weiter, die sich die Wissenschaft nicht erklären kann. Und würden diese nur um ein paar Millionstel oder gar Milliardstel, egal in welche Richtung, abweichen, wäre schon kein Leben, geschweige denn ein Universum mehr so möglich, wie es ist. Der Abstand der Erde zur Sonne, perfekt. Die Neigung der Erdachse, perfekt. Umdrehungsgeschwindigkeit, perfekt. Magnetfeld, Sauerstoffanteil, alles perfekt. Der Mond, der für Stabilität sorgt, alles perfekt. Eine kleinste Abweichung und hier wäre nichts. Würden wir vielleicht auch aussehen wie auf dem Mars, Jupiter, whatever. Oder der menschliche Körper. Die Länge aller Venen, Arterien und Kapillaren beträgt fast 100.000 Kilometer in einem Körper. Nur mal so nebenbei, die Erde hat einen Umfang von knapp ca. 44.000 Kilometer. Also kann man sich mal ausrechnen. Die Lunge hat eine Oberfläche von ca. 100 Quadratmetern. 100 Quadratmeter, nur die Lungenoberfläche, um den Sauerstoff zu produzieren, der nötig ist. Jeder Quadratzentimeter Haut, wenn ich weiß, was ein Quadratzentimeter ist, ungefähr Fingerspitze, enthält Millionen von Zellen, Schmerz-, Druck- und Temperaturrezeptoren, 15 Talgdrüsen, 100 Schweißdrüsen, 4 Meter Nervenfasern und 1 Meter Blutgefäße. Alles aus Zufall entstanden und funktioniert auch noch perfekt. Menschen glauben diesen Mist, glauben Büchern, Dokumentationen und so weiter, wie ich in dieser letzten Kurzpredigt auch gesagt habe, die auch nur Menschen geschrieben haben, diesen ganzen Quatsch, dem wird geglaubt. Und die Bibel, die all diese Fakten, Argumente hat, gute Argumente, Klarheit, Beweise, die man sehen kann, wenn man will, dem wird nicht geglaubt. So gibt es ja auch schon über 3000 erfüllte Prophezeiungen. Und dann kommen die mit Nostradamus? Ernsthaft? Aber es macht eben deutlich, dass es einen Gott gibt. Und man will nicht, dass es einen Gott gibt, weil man sich ja dann rechtfertigen muss. Dinge ändern muss, sein lassen muss, die man nicht sein lassen möchte und so weiter. Die Bibel ist da deutlich und macht auch klar, dass niemand gut ist, weil sich ja so viele Menschen für gut halten. Für gut. Wenn wir da nur mal die klassische Schulnote nehmen, 2, das heißt wenige Fehler. Die Menschen halten sich also wirklich für gut. Sie haben wenige Fehler. Fast schon arrogant. Dabei ist gar nichts schlimm daran, Fehler zuzugeben. Und schon gar nichts ist schlimm daran, einen Gott zu haben, einen Vater, der uns zu einem Besseren erzieht. Wir existieren aus reiner Liebe und Gnade. Was hat sich die Evolution überhaupt bei Liebe gedacht? Ich meine, es gibt so eine Spinne, da frisst das Weibchen, das Männchen nach dem Geschlechtsakt. Also wir brauchen sie dann, oder was? Oder Humor? Ist Humor überlebenswichtig? In der heutigen Welt würde ich fast sagen, ja. Auf die Sachen mit der Sintflut bin ich noch nicht mal eingegangen. Der Grand Canyon ist ein offensichtlich durchgespültes Flussbett und keine geologischen Schichten. Die Kalkablagerungen, Fossilien auf sämtlichen Gebirgen dieser Welt, nicht unten oben. Der Ayers Rock, dieser bekannte Berg in Australien, sieht man von oben, wie das Wasser entlang lief. Felsformationen, Höhlen. Wenn man sich Arizona anschaut, wieso stehen da die Berge einfach so rum? Weil sie hart waren, nicht weggespült wurden. Deswegen gerne als Hausaufgabe. Nehmen Sie sich Zeit und befassen Sie sich mit diesen Themen. Da gibt es Stunden an Material, ist interessant. Und vor allem stärkt es den Glauben. Weil man sieht, wie lächerlich dieser Quatsch ist. Mich haben diese Theorien hierher gebracht. Ich habe erkannt, was für ein Quatsch das ist. Also kann es nur Gott geben. Und darum stehe ich hier. Die Wahrheit ist eben wahr. Und gegen Leugner kann man nun mal nichts tun. Aber statt wir uns immer rechtfertigen müssen, wir immer Gott beweisen müssen, können die Leute ja uns mal deren Theorien beweisen, was sie eben nicht können. Selbst große, bekannte und geachtete Wissenschaftler, Forscher und so weiter haben am Ende ihrer Forschungen zugegeben und zugeben müssen, anerkennen müssen, dass es ohne Gott nicht geht. Hier mal ein paar Zitate zum Schluss. Astronomie treiben heißt, die Gedanken Gott nachlesen. Johannes Kepler.
Die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plan eines allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte Erkenntnis. Isaac Newton. Die moderne Physik führt uns notwendigerweise zu Gott hin, nicht von ihm fort. Keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren sie sehr mittelmäßige Philosophen. Sir Arthur Stanley Eddington. Die gelegentlich gehörte Meinung, dass wir im Zeitalter der Weltraum so viel über die Natur wissen, dass wir es gar nicht mehr nötig haben, an Gott zu glauben, ist durch nichts zu rechtfertigen. Bis zum heutigen Tag hat die Naturwissenschaft mit jeder neuen Antwort mindestens 3 neue Fragen entdeckt. Nur ein erneuter Glaube an Gott kann die Wandlung herbeiführen, die unsere Welt vor der Katastrophe retten kann. Wissenschaft und Religion sind dabei Geschwister, keine Gegensätze. Über allem steht die Ehre Gottes, der das große Universum schuf. Werner von Braun. Und auf das Universum bin ich heute noch nicht mal eingegangen. Werner Heisenberg sagte, ein Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch, aber am Boden findet sich Gott. Max Planck sagte, es gibt keine Materie, sondern nur Gewebe von Energien, dem durch intelligenten Geist Form gegeben wurde. Ohne allen Zweifel konnte die Welt, so wie wir sie erfahren, mit all ihrer Vielfalt an Formen und Bewegungen nur und aus nichts anderem entstehen als aus dem absoluten und freien Willen Gottes, der über alles herrscht und regiert. Auch hier wieder Sir Isaac Newton. Die ein großes Hindernis für den Beweis der Theorie waren immer die Fossilienfunde. Unter den Fossilien fanden sich niemals Spuren der von Darwin angenommenen Zwischenformen. Die Arten sind urplötzlich entstanden. Und dieser unerwartete Umstand unterstützte die Ansichten der Schöpfungsanhänger, wonach die Tier- und Pflanzenarten von Gott erschaffen wurden. Richard Dawkins. Das Leben des Kambrium scheinen ohne eigenen evolutionären Prozess durchlaufen zu haben, in der Form entstanden zu sein, in der sie uns entgegentreten. Damit verliert die Evolutionstheorie vollkommen ihre Gültigkeit. Albert Einstein. Und auch die Bibel sagt, wie David in dem Psalm 53,2 zum Schluss, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott.